Herzlich willkommen hier, zweite Folge hier irgendwo in Thüringen. Mit dem Feld 44 fahren. Etwas zwischen. Und zwar die Meldung, dass einer aufgefüllt werden muss. Dann werden wir leicht losdüsen, ne? Das ist ja im Grunde schnell getan, Anführungszeichen. Das soll ja heute Nacht noch fertig werden. Feld 44 fahren wir dann gleich weiter. Wobei wir das hier richtig haben. Dass wir morgen früh Feld 44 mit Düngen beginnen können. Und dann schauen wir gleich die nächste Mission. Da waren noch einige Düngen. Falls wir irgendwann ein Feld kaufen wollen oder pachten zum Beispiel, dann können wir da mal ganz gut die Erträge beeinflussen, weil gedüngt ist ja von Vorteil, ne? Bleibt mal so, ne? So, kurz aufgefüllt. Geht ja fix. Müssen nur einen Bereich fahren, wo schon die Aussaat fertig war und nicht gerade beim Wenden, ne? Der ist ja auch noch da, ne? Der will noch nacharbeiten hier. Die Säcke hier. Wenn der eine nicht das machen will, steckt auch nicht. Ist mir zu hoch. Aber gut. Verband ging auf 29 einmal frei und hier geht's nicht. Das ist komisch. Dieselben Fahrzeuge. Wer weiß. So, dann kann man gleich wieder starten. Machen wir mal gleich Deckel zu. Und dann hat er hier nur den Rest zu tun und der andere ist ja hier oben irgendwo. Sollte eigentlich reichen. Ja. Ups. Geht's rüber zu unserem Düngefahrzeug. Den da. Der hin, hier eine Runde. Ja, aber ein Outlife-Kurs, da muss man richtig überlegen, ob sich jetzt noch lohnt, was zu machen oder zur nächsten Karte. Da muss ja mal richtig eingefahren werden hier. Ich habe es bisher mal so weit gemacht, dass ich sagen kann, ich kann die Ernte abschließen, ne? Also was das eingefahren ist, aber der Rest, fremde Felder in dem Sinne, was ich noch nicht habe, hat mich so nicht interessiert, ne? Und langsam aber sicher wäre es schön, wenn wir es hätten, ne? Bis 44 hätten wir gut fahren können. Aber jetzt hat lohnt sich jetzt nicht mehr. Muss ich mal in aller Ruhe Offstream machen, das dauert richtig lange. Oder mal im Livestream, ne? Aber wie gesagt, da muss man den Kurs auf speichern und dann rübernehmen. Könnte eigentlich funktionieren. Man muss auch Zeit und Muße haben dafür, ne? Das ist das Ganze. Die Zeit kann man sich nicht finden, aber die Muße dafür. Ja, die Lust. Wie gesagt, nur hinfahren zu 44 und starten dann morgen früh. Damit da kein Wachstum dazwischen kommt, ne? Nicht da die Hälfte in der normal gemacht werden muss. Weil Wachstum da war, ne? Und das Düngen dann nicht mehr zu sehen ist. Also beziehungsweise dann nicht zu erkennen ist. Also vom Programm her. So. So langsam wird es schummrig in Thüringen, ne? Aber wir haben ja Licht, ne? Ein Bauer hat ja nie Feierabend normalerweise.
So, da ist er wieder. Circa. 44 war ganz im Plus. Angekommen, das ist gerade vorhin so quer gefahren ist. Also 44 ist er links. Mal schauen, wir den kommen. Hinter hoch 5 ist sogar. Ja, bei der anderen Karte hier mit Mehrspurlos habe ich groß eingefahren teilweise. Die 44. Habe ich so nebenbei gemacht beim Hinfahren, ne? Aber wie gesagt, los geht's erst, wenn ich die Nacht überstanden habe, ne? So, da haben wir es. Da. So, zurück. Im nächsten Düngersteuer. Und dann gucken wir mal, ob wir eine Mission machen können. In der Nähe, wenn es geht, ne? Obwohl, wenn wir eine Nähe haben wollen, hätten wir eine kleine Karte nehmen müssen, ne? So. Gucken mal, Mission, das ist jetzt düngermäßig halb voll, reicht noch eine ganze Weile aus. So. Da ist jetzt bei 65%. Na ja, gut. 50 sehen, 55, mal gucken. So, 40 wäre gut. 45. Das sollte sich auch einigermaßen lohnen, ne? 34, 54. Geht 50, weiß ich. Akzeptieren. Dann fahren wir zu Feld 54. Wir brauchen einen Traktor. Ich glaube, aber einen habe ich noch gehabt, da mal gucken. Ja, das ist ja der berühmte Düngewagen, ne? Ist ja eh ein Wunder, dass es so weit gekommen ist, ne? So. Das heißt, können wir mehrere Wege fahren, eigentlich zwei. Fahren wir an Feld 60 vorbei. Eine Mission Ballen fressen, aber na gut, der war im Winter auch schon gewesen. Ne? Schnee fressen vielleicht, ja, das geht. Der Gras ist noch nicht mal gewachsen. Oh ja. Ich bin so müde. Doch gut geplant. Gut, vielleicht zu wenig. Das reicht aber bei mir meistens nie. So, Feld 54 wollten wir. Wir morgen früh noch richtig schön durchstarten können. Dann haben wir schon Tag 3 im Frühling. Uiuiui. Das hat mir jeder mal wie Sau. Wird doch bald, naja, erntereif ist übertrieben, aber das ist da nicht mehr lange hin, ne? Anfang Sommer müsste eigentlich reif sein. Morgen ist Tag 3. Wenn die Seemission fertig ist, dann geht's in die Haier. Und dann ist Tag 4. Ne, Tag 3. Wollen wir nicht so schnell sein. Milch haben wir noch da. Milch verkaufen. So, die 53 ist geradeaus und rechts durch ist die 54.
Weil geradeaus zu ist die 54. Da ist die Wiese noch. Mal sehen, ob unser Feld 38 noch die Ballen gepresst bekommen, ne? So, wir machen einen Kaffee machen nachher. Bevor wir hier Folge Nummer, keine Ahnung, 6 machen. So, dann 54. Wie gesagt, da starten wir morgen früh. So, wo haben wir noch ein zweites Fahrzeug? Gute Frage. Ein Düngerfahrzeug war da noch gewesen. Wo ist denn der hin? Wo ist denn der hin? Habe ich denn da programmiert? Ja. Okay. Dünger ist knapp. Wo? Sag mal Feld 12. Ne? Vielleicht bekommt der morgen Wachstum. Feld 12. Unwahrscheinlich, glaube ich, noch nicht ganz. Aber davon gehen wir aus. Die erste ist wieder einer, aber 12%. Da stellen wir hier so hin. Das eigene Feld muss ja auch gemacht werden. Das ist ja Pflegebereich und das passt ja gerade so, ne? So. Gut. Durchstarten, durchzeigen. Die Milch können wir verkaufen, da haben wir noch einen Traktor frei. Was macht die Mission? 74%. Na ja, gut. Dann können wir den einen bald. Durchstarten. Da haben wir fast 12%. Müsste beim zweiten eher soweit sein, ne? 10%. Aber der braucht noch ein bisschen. 10% ist doch ganz schön viel noch. Warum nicht warten? Wenn wir die Milch verkaufen. Die Milch. Da ist ein Traktor dran, dann können wir ja kein Problem haben. Wegen morgen früh füttern. Fütter eigentlich jeden Tag. So, wenn man einen Tag Reserve, falls das mal nicht klappen sollte, ne? Man weiß ja nie. Das sind 7%, ne? Das ist fies, ne? 6. Warten ist blöd und nichts tun ist auch blöd. Also wie in dem Fall warten. Aber 6%, das geht noch eine Weile. Wenn wir fast hinfahren, verkaufen wenigstens halt, ne? Muss ja gemacht werden. Das sind nur meine täglichen Einnahmen, die Milch sind da wirklich täglich, ne? Also die gucken wir jetzt jeden Tag. Was man im Prinzip die Arbeit vormacht, damit Silage, Stroh, Heu, das sind alles die Arbeiten, die im Prinzip jetzt, jetzt Geld bringen, ne? Und später werden wir auch die entsprechende Kuhanzahl haben, allein durch Jungtiere, durch eigene, dass da im Prinzip auch noch die Milchproduktion explodieren wird, ne? Sobald die geschlechtsreif werden, ne? Also sobald die alten Kühe, auch die älteren Kühe bald weg, ne? Also die müssen wir bald verkaufen. Also noch ein, zwei Jahre, also nächstes sind es also 5. So bei 6, 7, dann gehen die weg.
möchte am Ende maximal 500 Kühe behalten, also nicht viel mehr. Also der Stall darf ja nicht voll sein, sonst gibt es keine Kälber mehr, ne? Das ist komisch dabei. Also bei 4 Tiere muss Schluss sein. Da können wir regelmäßig Kälber rausbringen, ne? Und die umstallen, ne? Wir werden meistens den Teil behalten und ein Teil geht dann weg, ne? Als grobe Richtlinie. So, liebe Schauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Jetzt nochmal schönen Dank fürs Reinschauen. Und sagt mal tschüss und ciao. Ja, morgen geht's weiter. Mission abschließen, ne? Tschüss und danke fürs Reinschauen.